Welcome to the University of Phoenix Stadium in Glendale, Arizona. The energy here inside the stadium is growing. The race fans are anticipating an epic round of Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship competition. The riders are in the game. It's time to go racing in the Valley of the Sun. He has the speed and is definitely the one to beat, but can he handle being in the spotlight and the pressure? Ja, ich habe mal meinen Helm geändert. Man sieht es nicht unbedingt, aber wenn ich ganz genau darauf geachtet habe, es gibt einen neuen Helm. So, da habe ich gleich ein Achievement bekommen für Modeopfer, hieß das. So, ich habe es hier... Oh, was haben wir hier? Wetterbedingungen, okay. Ich habe es hier was umgestellt. Also die KI-Schwierigkeit habe ich jetzt auf leicht hochgestellt, von sehr leicht auf leicht. Und ich habe noch diese Gelenkbremse rausgemacht. Also, das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Man kann ja hier die Vorderradbremse und Hinterradbremse extra machen. Und ich bin so auch gefahren, so ein bisschen, aber es war eigentlich so, dass wenn ich die Vorderradbremse bremse, nimmst die Hinterradbremse mit. Und da hinten an meinem Arsch steht Loser drauf. Habe ich auch drauf gemacht, damit sich alle mich von hinten sehen können. Oh, okay. Aber guck mal, jetzt kommen wir wieder hier rüber. Jetzt kommen wir wieder hier rüber und dann kommen wir hier... Oh, der war voll abgekürzt eigentlich. Aber guck mal, wie gut wir nach vorne kommen. Platz 7. Könnt ihr noch erinnern, im letzten Video, mein zweites Rennen, in meinem ersten Rennen, ouch, habe ich einen Hole-Shot gemacht. Und in meinem zweiten eben nicht, weil ich da eben ein paar Leute hatte und die mich blockiert haben, dass ich nach innen durchziehen kann. Also so schlecht ist die Taktik wirklich nicht. So, okay, wir kennen die Strecke noch gar nicht so gut. Ah, oh, nicht gut gesprungen, zu wenig Speed gehabt. So, hier wäre so eine lange Gerade mit ganz vielen Hügelchen. Dann geht's hier rüber, dann kommt wieder so ein Hügel. So, man kann ja im Ladebildschirm immer diese Strecke anschauen so ein bisschen, aber ich habe sie nicht ganz gecheckt. Ah, guck mal, hier geht's dann so komisch rein. Okay, weil das habe ich nicht so ganz kapiert. Weil das irgendwie so... Wow, was war das gerade? Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wow, okay. Und dann hier unten durch. Ah, dann hier so rum. Und dann kommt der Sprung. Wir haben ja gar kein Speed. Okay. Irgendwie habe ich noch ein Wheelie gemacht. Sprungüberholmanöver. Gibt noch extra Punkte. So, und dann geht's einmal hier rüber. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch mit den Bremsen, weil jetzt die Gelenke da draußen sind. Oder diese, dass sie so miteinander gekoppelt sind. Aber dann kann man trotzdem immer noch ein bisschen besser fahren. Weil ich es bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht groß benutzt habe. Meistens eher jetzt gerade die Vorderradbremse. Aber in manchen Situationen ist die Innenradbremse gar nicht mal so schlecht. Also hier komme ich immer ganz gut auf. Hier auch so ein bisschen. Aber der auch vor mir. Wir sind in Position 2. Okay. Als nächstes können wir mal schauen. Okay, auch vielleicht müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Können wir uns mal schauen als nächstes, ob wir dann vielleicht auch noch die Fahrphysik ein bisschen nach oben stellen. Okay, hier muss ich aufpassen. Wenn hier nur die Vorderradbremse geht, dann ist es ein bisschen übel bei der Geschwindigkeit. Oh, ein Drift! Da oben haben wir sogar einen Wheelie gemacht. Aber der hat es nicht so richtig dazu gezählt. Leider. Ah, der Sprung wird nichts. Und hier auch ein bisschen blöd. Aber hier kann man eben nicht so schnell fahren. So, meine Freunde. Oh, noch 16 Sekunden. Aber wir sind ja gerade vorne. Sieht ganz gut aus. Und dann sind wir ja schon in der vorletzten Runde. Wenn mal im Rennen so einen Trick machen. Ah, ouch. Okay. So, wir können trotzdem noch schön vorne bleiben. So, jetzt kommen noch 2. Wie kann ich jetzt hier in dem Spiel eigentlich nach hinten schauen? Das ist mal eine gute Frage, oder? Okay, auch hier wie bei der Xbox mit Y bzw. mit Dreieck. So, guten Tag. Hier können wir so schauen, okay. Guck mal, jetzt können wir auch besser in den Drift reinkommen. Hier oben runter. Jetzt
brauchen wir eigentlich den guten Speed. Ah, okay. Nee. Obwohl, doch, doch, jetzt wird es besser. Und wieder zurück. Danke. Querlegen. Das ist ein extra Punkt hier gegen. Habt ihr gehört, wie sie alle gejubelt haben? Richtig nice. Alle so, oh mein Gott. Der Fotzi. Der ist so geil. Okay. Aber jetzt genug rumgealbert. Wobei, wow. Habt ihr das gerade gesehen? Im Vorderrad rumgefahren. Oh, da kommt er ja. Ich wollte schon sagen, wie weit ist er weg? Er ist richtig nah dran. Okay, oh, das wird noch ein Kampf, ja. Jetzt hier noch auf Mittel hochstellen. Ja, lass mal noch ein bisschen. Lass mich noch mal noch ein bisschen besser in das Gameplay reinkommen. Und dann kann man von leicht natürlich weiter hochstellen. So, das ist jetzt hier richtig geil. Hier in die Kurve rein, so schön mit der Hinterradbremse. Kannst du nämlich hier mal probieren. Leicht anbremsen, Vorderrad und dann... aber nur leider hier 75 Punkte. Ich glaube, da kann man noch mehr machen, wenn man da schnell genug ist. Ah, jetzt komme ich ein bisschen blöd. Ja, okay, schön gesprungen an sich, aber jetzt habe ich hier ganz blöd. Oh nein. Guck mal, der kommt angesprungen. Nein! Ach, come on, Leute. Ach, das ist scheiße. Jetzt bekomme ich meine Trophäe gar nicht. Das ist verdammt blöd. Boah, das ist wirklich kacke. Ja, leider nur 22 Punkte. Es war sehr knapp, aber nun gut. Leider nur Platz 2. Dann müssen wir dann nochmal hingehen wegen dem Achievement. Mal irgendwann. Oder der Trophäe. Also sind wir noch gut vorne, aber jetzt habe ich so eine blöde Zahl. Ich hätte genau 100 gehabt, wenn ich gewonnen hätte. Aber man kann ja nicht leider alles haben. Trotzdem haben wir noch die Sponsorenvorgabe, aber kriege ich jetzt da vielleicht weniger Credits, weil ich jetzt auch nicht Platz 1 war, ich weiß es nicht. Hier Rennoptionen, Bonus 15% wegen der nicht gekoppelten Bremse. Und sie war nicht mal dran schuld, Leute. Es war ja einfach da am Ende. Wir sind halt blöd aufgekommen. Und hatten dann halt einen blöden Sprung immer. Oh, wir kriegen neue Sponsoren. Ist natürlich auch ganz gut. The race fans in Northern California are some of the most enthusiastic on the Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship Tour. They have the O.Co. Coliseum rocking right now as they anticipate the gate drop for the main event. Here we go. The crowd is into it tonight. That will definitely get these riders pumped up as they wait for the gate drop. Okay, ich habe nochmal den Sponsor gewechselt. Unser Ziel ist jetzt mindestens Platz 7. Ich bin mal sehr gespannt, hier regnet es, inwiefern das Auswirkungen hat von der Fahrphysik. So, ansonsten müsste, glaube ich, alles noch gleich geblieben sein. Wir sollten gewinnen für die Trophäe. Das wäre ganz cool. So, ich habe es mit Absicht ein bisschen später gemacht, aber oh, das war sehr spät. Oh, es ist so ein blödes Ding da im Weg. Oh, es laggt. Okay, ich habe noch gar nichts gespürt von dem Regen. Das war die Frage, weil ich sag mal, es fühlt sich schon besser und realistischer an zum Steuern. Und deshalb ist die Frage, inwiefern Regen einen Unterschied macht. Bei MXGP fand ich es jetzt nicht so. Oh, guck mal, der rutscht hier schon gut. Da war es gerade nur so ein bisschen Zufall. Nee, nee, oh, der rutscht schon. Schon richtig matschig hier. Boah, vor allem hier mit den blöden kleinen Sprüngen. Richtig extrem. So. Einer hier rüber. Aber wir sind schon mal Platz 3. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich hab Minisprung, 12 Punkte bekommen. Oh, die blöden Dinger. Gucken, ob die anderen hier ein bisschen reinfahren. Oh, Platz 1. Alles klar. Hat sich einmal in den Matsch gelegt. Na, ich will es hier nicht unbedingt mich hinlegen. In den Matsch. Ich glaube auch nicht so toll. Hey, der will aber auch nicht hier. Mal halt, wie er wegrutscht. Richtig übel. So. Das heißt Drift-Überholmanöver. Autsch. Okay. Ja, die Frage, ob das jetzt so schlau ist, wegen der Trophäe hier nicht zurückzuspulen.
Komm, wir haben noch 1,5 Minuten. Müssen wir halt wieder ein bisschen nach vorne kommen. So, ah, hier dagegen. Komm, jetzt spule ich mal zurück. Ist mir jetzt egal. Ich muss hier nach vorne kommen. Ich muss die immer noch mal extra machen. Beziehungsweise, wenn ich innerhalb der Saison oder auch von den verschiedenen Saisons halt nicht die Holeshots bekomme, kann ich ja gerade auf diesen Strecken probieren, die Holeshots zu machen. Es wäre übel, auf jeder Strecke einen Holeshot zu schaffen. Alter, guck mal, der A-Forker ist wieder an derselben Stelle gestürzt wie bei der letzten Runde. Ich habe so ein bisschen seine Schwachstelle hier. Blöd reingesprungen. Ja, guck mal, wie dreckig ich auch schon bin. Guck mal, wie es hier wegrutscht. Alter, 231 Punkte vor dem Drift. Oh, nicht so gut gesprungen hier. Oh, fast hier stehen geblieben. Da ist schon ein bisschen mit der Vorderbremse, dann mit der Hinterbremse noch ein bisschen, aber das war, glaube ich, gar keine so gute Idee. Wenn hier ja wegrutscht immer. Richtig übel. Kann ich irgendwo einen Trick machen? Wo kann ich einen guten Sprung aber machen? Weiß nicht genau. Also bei Start-Ziel schon mal so ein bisschen knapp. Ah, hier, naja, auch nicht so unbedingt. So, oh, das ging aber hier richtig schnell. Hier ist doch, glaub... Ne, hier ist noch gar nicht das Ziel, wollte ich schon sagen. Hier kommen wir durchs Ziel und dann sind wir schon in der letzten Runde. Aber ich war ein bisschen falsch. Wir haben noch ein Stück. Also so weit weg passt jetzt auch nicht. Dann hier und dann so. Bam! Wow, das war knapp. Oh, das war knapp, Leute. 4,7 Sekunden nach hinten. Ah, wieder ein schöner Drift. Also richtig große Sprünge kriegen wir hier nicht hin. Oh, jetzt hat er aufgeholt. Nicht wegen meinem Trick, sondern weil ich hier gerade auch relativ langsam war. Das war leider nicht so gut. Ja, wenn es nass ist, kriegt man halt immer gut Punkte für die Drifts, gell? Das war auch ein ganz leichter, aber er hat nicht ganz gezählt. Hat noch ein bisschen was gefehlt. Okay, jetzt habe ich hier einen Drift gemacht und war ich in der Luft. Keine Ahnung, wie das jetzt zustande kam. Aber na gut. Schöner Sprung. Oh, hier nicht zu schnell. Ah, oh, es war fast wieder zu langsam. Und hier blöd um die Kurve rum. Aber es sieht nach hinten ganz gut aus. Oh, nein! Come on, also das mache ich jetzt nicht hier vorm Ziel. Mir das noch versauen. Oh, das war... okay. Wie es einfach hinhaut. Okay. It was a hard-fought race, but the 250 main event is done. Let's take a look at the final results and see where the riders finished. Okay, mit den Punkten haben wir wieder Platz 1 gemacht. Those three were phenomenal. They definitely were the stars of the night and earned a spot on the podium. Ja, wir könnten vielleicht schon mal überlegen, direkt auf Mittel zu stellen, oder? Wäre vielleicht eine Überlegung. Ah, der Holeshot, der war ein bisschen blöd. Der hätte schon gehen können. Aber nun gut. Vielleicht noch einen Ticken früher losfahren. So. Angepasste Meisterschaft. Alles klar.